Lasst uns alles für Gott machen. Überlasst ihm die Führung eures Lebens und er wird euch den richtigen Weg zeigen. Danke, dass ihr heute bei Das Leben genießen dabei seid. Ich möchte heute darüber sprechen, wie wir mit Gott leben können. Wir sollten unser Leben nicht aufteilen in geistliche Dinge, die heilig sind, und weltliche Dinge, die unwichtig sind. Das führt nur dazu, dass wir alles Weltliche so schnell wie möglich erledigen, um wieder geistlich sein zu können. Weil wir vielleicht das Gefühl haben, dass Gott uns dann mehr liebt. Wenn ich in der Kirche bin, die Bibel studiere oder bete, fühle ich mich geistlich. Aber wenn ich die Wäsche mache, denke ich, das ist nicht geistlich. In der Bibel lesen wir, dass Gott Mose den Auftrag gab, die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien und sie durch die Wüste ins verheißene Land zu führen. Aber Mose eilte Gott voraus. Er hatte die richtige Herzenshaltung, aber den falschen Zeitplan. Er versuchte, einigen Israeliten zu helfen, bevor es an der Zeit war. Und dann rannte er aus Angst in die Wüste. Dort lebte er 40 Jahre lang und hütete Schafe. Er heiratete und bekam Kinder und so weiter. Eines Tages sah er einen Busch. Einen ganz normalen Busch, der brannte. Und die Bibel sagt, er ging hin, um zu sehen, was dort los war. Da sprach Gott aus dem Busch zu ihm und sagte, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Tatsächlich waren da nur der Wüstensand und ein Busch. Aber die Feuerflamme in diesem Busch war Gott. Der Boden wurde heilig, weil Gott da war. Das ist es, was ich euch heute sagen will. Alles, was wir mit und für Gott tun, kann heilig werden. Natürlich gibt es Dinge, die für unser geistliches Leben nützlicher sind als andere. Aber der Pastor einer Kirche beispielsweise ist nicht unbedingt heiliger als die Mutter zu Hause, die 3 oder 4 Kinder großzieht. Wenn wir das, was wir tun, mit und für Gott tun, weil wir ihn lieben, wird es zu etwas Besonderem. Das macht es heilig. Ich trennte in meinem Leben viele Jahre lang Weltliches und Geistliches. Ich fühlte mich nur gut, wenn ich mich geistlichen Dingen widmete, weil ich glaubte, dass Gott das gefiel. Aber Gott möchte, dass wir alles mit ihm und für ihn tun. Der Busch, den Mose sah, war ein ganz normaler alter Busch. Aber weil Gott dort war, wurde der Ort heilig. Dasselbe kann in unserem täglichen Leben passieren, wenn wir lernen, mit Gott zu leben. Wenn ihr euer Haus putzt, kann es eine ziemlich langweilige, banale Sache sein. Aber wenn ihr es mit Gott tut, könnt ihr sagen, hilf mir, Herr, ich will das mit dir tun. Und währenddessen könnt ihr Gott sagen, dass ihr ihn liebt. Vielleicht habt ihr eine Melodie in eurem Herzen. Ihr putzt weiter und ihr dankt Gott, dass ihr ein Haus habt, das ihr putzen könnt. Dann wird das, was ihr tut, heilig, weil ihr es jetzt für Gott tut. Ihr tut es nicht nur, weil ihr es tun müsst, ihr tut es für Gott. Die Bibel sagt, dass wir an Gott denken sollen, was immer wir tun. Dann wird er uns den richtigen Weg zeigen. Es ist nicht schwer, an Gott zu denken. Ihr müsst dafür keine 30 Minuten beten. Sagt einfach, Gott, ich gehe jetzt in den Supermarkt.
Und ich möchte, dass du bei mir bist und mich führst und leitest. Vielleicht denkt ihr jetzt, das geht aber ein bisschen zu weit. Es ist doch nur ein Einkauf im Supermarkt. Nun, ihr könnt tun, was ihr wollt. Aber ich will mein Leben mit Gott leben. Paulus sagte, in ihm leben, handeln und sind wir. Das steht in Apostelgeschichte 17, Vers 28. In ihm leben, handeln und sind wir. Ich weiß nicht, was Paulus anderes damit gemeint haben könnte als: Gott ist alles für mich und alles, was ich tue, tue ich mit ihm und alles, was ich tue, tue ich für ihn. Er ist mein Ein und Alles. Ich kann euch sagen, mein Leben veränderte sich so sehr, als ich das lernte. Ich ging viele, viele Jahre lang nur sonntags in die Kirche. Und wenn etwas Schlimmes passierte, betete ich. Ich las aus reinem Pflichtgefühl jeden Tag ein Kapitel in der Bibel und sprach abends ein 3-Sekunden-Gebet. Das war mein geistliches Leben. Aber Gott will an allem, was wir tun, beteiligt sein. Er will nicht, dass wir lauwarm sind. Er will, dass wir ihm unser ganzes Leben geben. Wenn ihr Gott von ganzem Herzen sucht, werdet ihr erstaunt sein, was in eurem Leben passiert. Einer meiner Lieblingsverse ist Römer 11, Vers 36. Da heißt es: Denn alles kommt von ihm. Alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich lese euch diesen Vers noch einmal vor, weil ich sicher gehen will, dass ihr ihn versteht. Im Grunde heißt es hier, dass Gott in allem gegenwärtig ist. Aber wer ihn nicht mit einbezieht, wird das nicht erleben. Denn alles kommt von ihm. Alles besteht durch seine Macht. Alles. Im Kolosserbrief steht, und alles, was auch immer ihr tut, Kolosser 3, Verse 17 und 23, und alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Wow! Was sagt das anderes aus als lebt mit Gott? Einige Mitarbeiter in unserer Organisation haben uns schon gesagt: Ich liebe das, was ich hier tue, so sehr. Ich kann kaum glauben, dass ich dafür bezahlt werde. Wenn wir das, was wir tun, für Gott tun, können wir diese Einstellung zum Leben haben. Wenn ihr bei allem, was ihr tut, an Gott denkt, es für ihn und durch ihn tut, euch auf ihn verlasst, ihm vertraut, euch auf ihn stützt und ihm dankt, dann entgeht ihr der ganzen Verrücktheit dieser Welt. Und ihr werdet dann nicht unbedingt nur zur Arbeit gehen, um ein Gehalt zu bekommen, oder aus welchem Grund auch immer, sondern weil ihr mit Gott lebt und es für ihn tut. Wenn ich in den Supermarkt gehe, möchte ich wissen, dass Gott bei mir ist. Und genauso, wenn ich mein Haus putze. Sogar morgens beim Anziehen sage ich oft: Gott, ich möchte mich für dich anziehen. Ich möchte für dich gut aussehen. Lasst uns alles für Gott machen. Überlasst ihm die Führung eures Lebens und er wird euch den richtigen Weg zeigen. Was immer ihr tut, tut es im Namen von Jesus Christus. Arbeitet von ganzem Herzen daran, mit Eifer und Leidenschaft. Wirklich, wir müssen das, was wir tun, mit Leidenschaft tun. Wir müssen voller Eifer und Begeisterung sein. Mein Leben hat sich so sehr verändert, seit Gott mich das gelehrt hat. Ich fühle mich wohl mit Gott, ganz gleich, was ich tue. Für mich besteht kein großer Unterschied darin, ob ich in den Supermarkt gehe oder in die Kirche. Natürlich habe ich in der Kirche einen größeren geistlichen Nutzen. Aber Gott ist im Supermarkt genauso bei mir wie in der Kirche. Das ist vielleicht eine ganz neue Denkweise für euch. Aber hört auf, euer Leben in heilig und weltlich aufzuteilen und tut alles, was ihr tut, mit Gott. Ich hoffe, ihr versteht das, denn ich habe nur etwa eine halbe Stunde Zeit, um euch das zu erklären.
Ich fühle mich also wohl mit Gott. Er ist nicht nur mein allmächtiger, heiliger, wunderbarer Vater, sondern auch mein Freund. Ich habe nie das Gefühl, dass ich etwas vor ihm verbergen muss. Ich habe Ehrfurcht vor Gott, aber ich fürchte mich nicht vor ihm. Ich habe keine Angst, dass er wütend auf mich wird, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe kein Problem damit, mit ihm über meine Fehler und Sünden zu sprechen, weil er sie sowieso alle kennt. Wenn Gott mich korrigiert oder zurechtweist, bin ich dankbar dafür, weil ich weiß, dass er es aus Liebe tut. Wollt ihr nicht auch eine angenehme, entspannte, liebevolle Beziehung zu Gott haben? Wenn ihr aufhört, euer Leben in heilig und weltlich aufzuteilen, dann beschließt ihr damit, dass alles heilig ist, weil ihr alles mit und für Gott tut. In ihm leben, handeln und sind wir. Es ist so, wie Jesus es in Johannes 15 sagte: Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das will ich glauben. Im Psalm 127, Vers 1 steht: Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Interessanterweise steht hier nicht, dass ihr es nicht bauen könnt, aber es heißt, eure Arbeit wird vergeblich sein. Vielleicht erschafft ihr etwas, baut etwas auf oder gründet eine große Firma. Doch wenn ihr es tut, um euch wichtig zu fühlen oder viel Geld zu verdienen, dann tut ihr es nicht für Gott und nicht mit Gott. Ihr geht sonntags in die Kirche. Ihr betet, wenn etwas Schlimmes passiert. Aber die meiste Zeit braucht ihr Gott nicht. Ihr macht eure eigene Sache. Ihr seid stolz auf euren Erfolg. Aber wisst ihr was? All das ist umsonst. Es ist alles vergebens. Ihr könnt etwas bauen, aber es wird euch keine Freude bereiten und keinen Frieden geben. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Ganz gleich, was wir tun. Wenn wir es nicht mit Gott tun, wird es nicht so funktionieren, wie es soll. In Matthäus 16, Vers 26 steht: Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele? Ich möchte euch etwas fragen. Vielleicht denkt ihr im Anschluss an die Sendung einmal darüber nach. Für wen und für was lebt ihr? Für wen und für was lebt ihr? Lebt ihr für Gott? Tut ihr das, was ihr tut, weil ihr Gott gehorsam sein wollt und weil ihr ihn liebt? Oder tut ihr einfach das, was ihr tun wollt und bittet Gott, es zu segnen? Wir sollten nicht planen und Gott dann bitten, dass unser Plan funktioniert. Wir sollten Gott bitten, dass er uns einen Plan gibt und dann den Weg gehen, den er uns vorgibt. Unsere größte Angst, das stammt nicht von mir, das habe ich irgendwo gelesen und fand es gut. Unsere größte Angst sollte nicht vor dem Versagen sein, sondern davor, in Dingen des Lebens erfolgreich zu sein, die nicht wirklich zählen. Wow! In was für Dinge investiert ihr eure Zeit? Ist es etwas, das eine Rolle spielt? Ist es etwas, das für Gott eine Rolle spielt? Ihr müsst nicht irgendwo auf einer Bühne stehen, um Gott zu dienen. Ich glaube, wir sind alle dazu berufen, Gott zu dienen. Vielleicht ist eure Kanzel euer Gartenzaun. Ihr müsst auch nicht unbedingt jedem predigen. Geht einfach in die Welt hinaus und lebt euer Leben mit und für Gott. Er ist keine Nebensache, er ist die Hauptsache. Ich möchte, dass ihr euer Leben mit Gott genießt. In ihm leben, handeln und sind wir. Okay, hier kommt ein Bibelvers, der ein bisschen wehtun könnte. Aber ich denke, wir sollten uns damit beschäftigen. Offenbarung 3, Vers 16. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist. Genau das war ich früher, lauwarm. Ich liebte Gott. Er hatte mir durch Jesus ein neues Leben geschenkt und ich glaube, ich wäre in den Himmel gekommen, wenn ich gestorben wäre. Wir können uns unsere Erlösung nicht mit guten Werken erkaufen. Aber je nachdem, wie wir unser Leben leben und was wir tun, während wir hier sind, verdienen oder verlieren wir Belohnungen.
Ich wäre also in den Himmel gekommen, aber ich hätte mein Leben nie genossen. Die Bibel sagt in Johannes 10, Vers 10, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Doch Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Nun, das hatte ich nicht. Das hatte ich nicht. Ich hatte keine Freude. Ich hatte keinen Frieden. Ich genoss mein Leben nicht. Selbst als ich Gott diente, genoss ich es nicht, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, andere Menschen und mich selbst zu beeindrucken. Ich weiß es nicht. Ich liebte Gott, aber ich lebte nicht mein ganzes Leben mit und für Gott. Ich teilte es immer noch auf. Ich war lauwarm. Aber Gott möchte, dass wir eifrig, leidenschaftlich, begeistert und Feuer und Flamme sind. Paulus sagte zu Timotheus, fache die Glut in dir neu an. Werde wieder so leidenschaftlich für das Werk Gottes und für Gott, wie du einst warst. Am Anfang unserer Beziehung zu Gott sind wir so begeistert und leidenschaftlich. Wir wollen unaufhörlich die Bibel studieren. Wir wollen anderen Menschen helfen und sie unterstützen. Aber wenn wir nicht aufpassen, kann das, was einmal ein loderndes Feuer war, nach einer Weile zu einem Haufen glühender Asche verkümmern. In Timotheus Herzen waren vielleicht noch ein paar glühende Kohlen. Aber Gott sagte durch Paulus zu ihm, du musst das Feuer wieder neu entfachen. Ich möchte euch heute ermutigen. Wenn ihr ein lauwarmer Christ seid, facht das Feuer neu an. Vielleicht fragt ihr, wie kann ich das denn tun? Nun, ihr könnt euch beispielsweise einmal hinsetzen und darüber nachdenken, was Gott schon alles für euch getan hat und wie euer Leben ohne ihn aussehen würde. Und flüstert bei allem, was ihr tut, ein kleines Gebet. Gott, ich möchte das heute mit dir tun. Ich möchte das heute für dich tun. Ich gehe jetzt in den Supermarkt und wenn du mich dort gebrauchen kannst, um jemandem etwas Gutes zu tun, zeig es mir bitte. Versteht ihr, was ich meine? Natürlich kann ich eure Antwort jetzt nicht hören, aber ich glaube, dass ihr sagt, ja, Joyce, ich verstehe es. Den nächsten Teil möchte ich euch am liebsten nicht vorlesen, aber er steht hier. Deshalb muss ich es tun. Offenbarung 3, Vers 16. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das bedeutet. Aber es hört sich so schlimm an, dass ich es gar nicht wissen will. Wenn ihr wirklich durstig seid, gibt es nichts Schlimmeres als ein lauwarmes Getränk. Und lasst mich euch etwas sagen, die Welt ist durstig. Sie ist hungrig und durstig. Die Menschen suchen nach etwas und wissen nicht einmal, was es ist. Sie suchen Gott, aber sie versuchen, die Leere in sich mit allen möglichen anderen Dingen zu füllen. Und wir, die wir Christen sind, sind der einzige Jesus, den sie jemals sehen werden. Wir müssen Feuer und Flamme für Gott sein und ein Lächeln auf unseren Lippen tragen. Es gibt nichts Schlimmeres als griesgrämige Christen. Lächelt. Geht zur Arbeit und beschwert euch nicht wie alle anderen. Wenn alle anderen jammern, sagt etwas Positives wie, ich bin dankbar dafür, dass ich einen Job habe. Die Arbeitsbedingungen sind vielleicht nicht perfekt, aber ich bin froh, dass ich einen Job habe. In dieser Welt treffen wir so oft auf negative Haltungen. Ich bin das wirklich leid. Aber wir können überall, wo wir hingehen, eine positive Haltung ausstrahlen. Seid verliebt in Gott. Liebt ihn nicht nur, sondern seid in ihn verliebt. Ich erinnere mich noch so gut daran, wie es war, als bei mir dieser Übergang stattfand. Ich dachte, ich liebe dich, aber es ist mehr als das. Ich bin in dich verliebt. Ich kann ohne dich nicht leben. Wer würde morgens überhaupt aufstehen wollen, wenn er Jesus nicht hätte? Ich könnte keinen Sinn darin erkennen. Aber auch ich muss das Feuer manchmal neu in mir entfachen. Ich arbeite sehr hart. Ich studiere jeden Tag die Bibel und schreibe viel. Und manchmal bin ich einfach erschöpft. Aber dann erinnere ich mich daran, wie gesegnet ich bin. Und dass Gott jeden hätte erwählen können, aber er hat mich erwählt. Ihr werdet euer Leben so viel mehr lieben, wenn ihr aufhört, es aufzuteilen und glaubt, dass Gott immer bei euch ist. Die Bibel sagt, er wird euch nicht verlassen und euch nicht im Stich lassen.
Er wird immer und bei allem, was ihr tut, bei euch sein. Der Heilige Geist wurde uns gesandt, um unser Helfer zu sein. Und Gott sagt, dass er ihn gesandt hat, damit wir enge Gemeinschaft mit ihm haben. Das gefällt mir. Er will enge Gemeinschaft mit uns haben. Gott ist bei mir, während ich lehre, und er ist bei euch, während ihr zuhört. Doch wenn die Sendung vorbei ist, solltet ihr nicht sagen, das war jetzt der geistliche Teil des Tages. Nein, tut das Nächste, was ihr tut, mit und für Gott. Wenn ihr das wirklich versteht, wird es euer Leben verändern. Und es wird so viel Freude hervorrufen, dass ihr kaum wisst, was ihr mit euch anfangen sollt. Ich kann gar nicht richtig erklären, wie gravierend der Unterschied ist. Ihr putzt nach wie vor euer Haus und macht nach wie vor die Wäsche, aber jetzt tut ihr es mit einer anderen Ausrichtung. Ihr tut es, weil ihr Gott liebt und euch um die Dinge kümmern wollt, die er euch geschenkt hat. Gott liebt uns so sehr. Und das Mindeste, was er verdient, ist, dass wir uns ihm ganz hingeben. Vielleicht sollte ich sagen, gebt ihm alles oder nichts. Seid nicht lauwarm. Seid Feuer und Flamme für Gott. Das Mindeste, was er verdient, ist, dass wir uns ihm ganz hingeben. Sprüche 3, Verse 5 und 6. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust. In einer anderen Übersetzung heißt es, suche ihn zu erkennen. Dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. So etwas Einfaches wie in den Supermarkt zu gehen, kann zu einem Albtraum werden oder es kann erfreulich sein. Ihr ehrt Gott, wenn ihr sagt, Gott, geh mit mir einkaufen, führe mich, leite mich, zeig mir, was ich kaufen soll. Hilf mir. Ich möchte euch etwas sagen. Vielleicht seid ihr besser als ich, aber ich brauche bei allem, was ich tue, Hilfe. Ich brauche Gottes Hilfe, um mein Haar zu kämmen. Ich brauche seine Hilfe bei allem. Ich weiß noch, wie es war, als Gott 1976 mein Leben berührte. Damals wusste ich nicht, wie man mit Gott lebt. Wie gesagt, ich war ein lauwarmer Christ. Ich liebte Gott, aber ich war nicht in ihn verliebt. Er war mir wichtig, aber er war nicht mein Ein und Alles. Ich dachte, mein Verhalten sei in Ordnung, weil ich sonntags in die Kirche ging, kleine Gebete sprach und ein bisschen in der Bibel las. Aber ich möchte nicht nur in Ordnung sein. Ich will so sein, wie Gott mich haben will. An einem Freitag, ich glaube, es war im Februar 1976, schrie ich im Auto auf meinem Weg von der Arbeit nach Hause zu Gott, weil ich mein Leben so satt hatte. Ich stritt ständig mit meinem Mann und ärgerte mich über meine Kinder. Ich hatte keine Freude und keinen Frieden und tat mir selbst ständig leid. So sollen Christen nicht leben. Ich schrie zu Gott, Gott, du musst in meinem Leben etwas tun. Und wisst ihr was? Ich war so verzweifelt, dass es mir völlig egal war, was er tat, solange er mich nicht so ließ, wie ich war. Und ich kann euch sagen, dass Gott mich an diesem Abend auf dem Heimweg berührte. Ich spürte seine Gegenwart in meinem Auto und ich fühlte mich, als ob ich mit flüssiger Liebe erfüllt worden wäre. Vielleicht sagt ihr, Joyce, so etwas habe ich noch nie erlebt. Nun, ich glaube nicht, dass das unbedingt nötig ist. Gott weiß, was wir brauchen. Und er wird jedem von uns geben, was wir brauchen, wenn wir es brauchen. Wenn ihr Gott bittet, euch zu erfüllen, wird er euch erfüllen. Wir alle müssen voll des Heiligen Geistes sein, getauft im Heiligen Geist, erfüllt von Gott. Nicht nur ein kleines bisschen, sondern erfüllt von Gott. Freitagabends gingen wir immer zum Bowling in einer Liga. Es war ein Freitag, an dem das passierte. Ich stand immer noch stark unter dem Eindruck dessen, was ich erlebt hatte. Und alles war schön und wunderbar für mich. Aber an jenem Abend bowlte ich sehr schlecht. Ich hörte, wie Gott zu meinem Herzen sprach, »Warum bittest du mich nicht, dir beim Bowlen zu helfen?« Ich dachte, »Das interessiert dich doch nicht.«
Aber damit lag ich völlig falsch. Gott interessierte sich für alles, was ich tat, auch fürs Bowling. Nun wisst ihr was? Ich fing an zu beten und plötzlich bowlte ich besser. Ich sage euch, bezieht Gott in alles ein, was ihr tut, ob ihr bowlt, euer Haus putzt, mit dem Auto zur Arbeit fahrt, eure Rechnungen bezahlt oder was auch immer. Fangt an, mit Gott zu leben. Denkt daran, was ich gesagt habe. In ihm leben, handeln und sind wir. Lebt mit Gott. Widmet ihm alles, was ihr tut. Und tut es mit ihm. Wir lieben euch sehr und hoffen, dass euch die heutige Sendung gefallen hat. Dass sie euch hilft und euer Leben verändert. Danke, dass ihr dabei wart. Viele Zuschauer erzählen uns von ihren Sorgen und Nöten. Möchten Sie mit uns dafür beten? Dann melden Sie sich bei uns. Mit den Sendungen von Joyce Meyer möchten wir Menschen dabei helfen, den Herausforderungen des Alltags mit Mut und Zuversicht zu begegnen. Jeden Tag erreichen wir mit dieser Botschaft viele Menschen direkt in ihrem Wohnzimmer. Damit wir auch in Zukunft viele weitere hilfreiche Sendungen produzieren können, brauchen wir Ihre Mithilfe. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende. Alle weiteren Informationen finden Sie auf joyce-meyer.de/mithelfen. Als meine jüngste Tochter geboren wurde, war mein Mann so ärgerlich, dass er mir in den Bauch trat und so meine Frauenorgane verletzte. Wie Sie sicher wissen, gibt es viele Orte auf der Welt, wo allein die Tatsache, dass man ein Mädchen und kein Junge ist, das Leben sehr schwierig macht. Einer dieser Orte ist Indien. Ich musste zwei meiner Töchter hierher schicken, um in diesem Heim zu leben, damit sie eine gute Schulbildung bekommen und ein gutes Leben haben. Wenn sie nicht hier wären, würden sie auf der Straße leben. Jetzt haben sie eine Chance, sich ein Leben aufzubauen und sie sind in Sicherheit. Ich bin sehr glücklich und dankbar. Die Mädchen, die Sie hinter mir sehen, leben in einem von Hand of Hope geförderten Kinderheim. Sie können so nicht nur in Sicherheit und einer liebevollen Umgebung leben, sondern erfahren auch, dass wichtig ist, was Gott über sie sagt, nämlich, dass sie wertvoll und geliebt sind.